Vom Flughafen zum Gefängnis, das ist das grobe Ziel, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 2. Tschüssi. Wir sollen uns ja nie wiedersehen. Womöglich, zumindest für den Fall der Fälle. Ist unser blaues Auto nicht mehr da? Granaten können wir noch gebrauchen. Was hat der denn vor? Da! Verdammte Scheiße! Danke fürs nochmal Bescheid geben, dass du noch lebst. Wechsel mal lieber die Waffe. Ich will nicht mit der Machete aussteigen und schießen, wenn es wieder Schüsse gibt. Er bringt uns um. Wetten. Oh, ich will. Ich habe zu spät darauf reagiert. Ich dachte, er schießt nur auf uns, aber wir hatten so wenig Energie. Das habe ich zu spät gemerkt, dass wir auch einfach so verbluten würden. Zeit, dass wir uns mit Kids selbst herstellen können. Musik, dieses Tapsige. Liegen da noch Granaten rum? Links ums Wasser. Nein. Beziehungsweise wir fahren jetzt nur links. Es wird wieder hell, so langsam schlafen die bösen Buben bestimmt wieder aus. Da warten wir mal hoch zum Flugfeld. Ging nicht so gut. Hier wurden wir mal angeschossen. Hatten wir ganz frisch die Diegel, da haben wir den zurückgeschossen. Oh, nicht die Ziegen umfahren. Speichere ich mal lieber. Vorher. Deutlich vorher. Das ist nur ein Kackauto. Oh. Das ist ein Auto mit Granatwerfer. Zum Glück stand der Typ nicht mehr direkt vor uns. Hoppala. Arme Palme. Ich schieße auch noch drauf. Uiuiui. Na, ob das die richtige Waffe für uns ist? Ich weiß ja nicht. Das riecht nach Selbstmordgefahr. Hat bei nächster Gelegenheit wieder ein Auto mit M249 haben. Wenn ich es ganz lasse. Vorbei an der Bürgerwehr. Yum.
wegschieben. Nicht an uns ranfahren. Komm, steig aus. Steig aus, du Arsch. Komm. Jawoll. Na, die Karre gefällt mir nicht so. Wenn jemand auf Konfrontationskurs geht, dann haben wir schlechte Karten. Dann müssen wir aussteigen und unsere wertvolle Munition verschießen. Das gefällt mir nicht. Ist auch wieder so ein dickes Auto. Da ist doch eins mit Geschütz, oder? Na, jetzt nehmen die das Geschützauto. Das Auto schnappe ich mir. Das ist sogar blau. Das ist meins. Am besten fahre ich einen von denen an und dann stecke ich aus und schieße den anderen um, in der Hoffnung, der schießt uns nicht um. Das ist jetzt der Plan. Mit dem Auto werden wir keine große Freude haben. So, schon. Das erste Aufeinandertreffen war schon cool. Mit einem Gegner. Aber auf lange Sicht bereitet der Wagen oder das Geschütz uns mehr Probleme als Freude. Blöd mit seinem Auto. Ja genau, steig ein. Die Waffe ist schon übel, aber halt eben auch nicht so einfach zu handhaben. Der muss halt schon einen gewissen Abstand zu uns haben, der böse Bub. Thema anfahren. Na, zum Glück habe ich hier gespeichert. Oh, Tankstelle. Oh, ich hätte die Beine angefahren. Nur leer, okay. Keine Ladehemmung. Noch nicht so wenig, dass wir uns verarzten mussten, das ist auch gut. Ladehemmung. Braucht man gerade nicht das Wasser. Er lädt doch immer nach. Keine Munition. Noch eine Wasserflasche. Ah. So nah und doch so fern. Sogar in Blau. Wie schön. Wie schön die Lichtstimmung wieder ist. Schön, schön, schön. Links und links fahren wir als nächstes. Prison. Na dann. Bin ja mal wirklich sehr gespannt, worauf das hinauslaufen wird. Ob wir den Schakal wirklich umbringen sollen, können oder nicht. Die war etwas verdeckt, die Kurve. Ist aber schmal und dann geht es immer bergauf. Schafft das Autochen aber. Achtung!
lebt nicht mehr, oder? Nee. Dafür fahren die extra vor. Ah, das wird nix. Ach, Kacke. Bin wieder erst auf den Fahrersitz gegangen. Mist. Sehr schlecht. Kann ich aussteigen? Nach hinten raus geht nicht. Okay. Ich habe den Wagen zu sehr zurückrollen lassen. Ich wollte ein Stück zurück, ja, damit wir nicht so nah an der Hütte stehen. An dem Unterstand, am Carport. Steht denn der noch neben dem explodierenden Auto? Das war jetzt nicht optimal. Hat einen voran sehr viel Munition gekostet. Der Balken wird sich wiederholen, jawohl. Gar nicht so viel los, wie ich gedacht habe. Ich hätte gedacht, hier wären mehr Wachen unterwegs. Naja, ich will mich nicht beschweren. Ohne Auto, weiß ja nicht. Wie wir hier einfach so reinmarschieren können. Gut, wir sind auch einfach so rausmarschiert, das ist ja nicht. Hierher. Der will sich mit uns verbinden, oder? Der Jack Carver. So weit, so gut. Die Zivilisten sind weg. Die meisten sind schon über die Grenze. Ein ganzes Land ist dabei zu verschwinden. Sie sind im Weg. So können wir unsere Arbeit nicht machen. Wir müssen die Krankheit isolieren und vernichten. Sie müssen zwei Dinge für mich tun. Östlich von hier ist eine Landezone. Dort ist der Waffenhändler mit einem Koffer voller Diamanten. Er wartet auf einen Hubschrauber, glaubt, er könne abhauen. Die Diamanten gehören mir. Ich brauche sie für die Grenztruppen. Sie besorgen mir diesen Koffer, klar? Und dann sind da noch die APR und die Front. Es sind neue Leute am Ruder, dank Ihnen. Sie sitzen jetzt in einem Lager zusammen. Sie kennen sie, oder? Sie könnten einfach da reinmarschieren, stimmt's? Wenn sie drin sind, töten sie sie beide. Wie ist Ihre Sache? Seien Sie kreativ. Können gar nicht annehmen, wir müssen einfach machen. Du hast uns ins Gesicht getreten und... Ja, ja, getroffen habe ich ihn. Rücken zu drehen, ja oder nein?
fühlt sich gerade noch nicht richtig an. Das riecht nicht nach einer angenommenen Mission. Wir können doch nicht wieder raus, müssen wir da hin raus. Wir können gerade nicht rennen, wir können nicht springen, wir können keine Waffe ziehen. Aber Munition können wir einsammeln. Die Leute zu Hause sagen, sie wollen helfen. Das erzählen sie ständig, im Radio und in der Zeitung. Sie lügen, sie sind nicht bereit zu tun, was nötig ist. Sie tragen ihre Heiligenscheine und sehen zu. Sie und ich, wir wissen Bescheid. Wir treffen uns bei der Grenze. Tun wir das. Nur sie können das tun. Neues Gebiet. Wir gehen jetzt hinten aus der Karte raus. Nein, noch nicht ganz. Die Kommandeure beider Gruppen im Dschungellager töten, zur Landeszone gehen und die vom Waffenhändler gestohlenen Diamanten zurückholen. Der Chakal plant, die Zivilisten in einem Massenexodus aus diesem Land zu führen. Die UFLL und die APR haben sich verbündet, um ihn aufzuhalten. Er will, dass ich ihre Anführer ausschalte. Außerdem soll ich den Waffenhändler töten und mir seine Diamanten holen, damit wir die Grenzwachen damit bestechen können. Er ist verrückt. Aber er hat recht. Ich werde ihm helfen. Und ihn vielleicht später umbringen. Also erstmal zur blauen Geschichte. Ich brauche ein Auto. Vielleicht noch ein bisschen Munition. Wieder erst Spritze und dann Tabletten. Das war schon mal anders. Ist auch noch nicht die vorletzte, sehr gut. Das Terrain ist ziemlich unwegsam. Wenn Sie weitergehen, werden Sie nicht mehr zurückkehren können. Gehen Sie also sicher, dass Sie alles haben, was Sie brauchen, bevor Sie Ihren Weg fortsetzen. Klingt nach letzter Mission. Unwegsames Terrain. Ja, Auto ist nicht. Wenn wir hier runterspringen, kommen wir nicht wieder hoch. Der letzte Punkt für hol dir nochmal andere Waffen oder so. Wie friedlich das hier ist. Gespeichert. Das sieht aber auch cool aus.
Wo lang? Es hängt da hinten alles runter. Das sieht uns doch schon. Dort von oben. Dann such dir welche. Granatwerfer. Aua. Und drei Medkits? Mann, ey. Hätten sechs haben können. Oh, hohes Gras, das ist deren Vorteil. Das geht nicht gut. Gut. Nicht gut. Nein, wir bleiben schön hier. Ich sehe uns hier schon 20 Tote sterben. Aber ich kann jetzt nicht heilen. Weil wir gerade im Nachlademechanismus sind. Beziehungsweise im Ladehemmungsbeseitigen-Modus. Ohne Auto und offenbar ohne viele Medkits hier. Uiuiui. Und dann eben auch noch im Gelände. Ich meine, wenn das hier irgendwie eine Häuser-Ecke wäre, dann wäre es ja nochmal was anderes. Aber so, wir müssen uns hier durch das Gemüse kämpfen. Und war in der Vergangenheit immer Vorteil der Gegner. Weil die uns durch das hohe Gras besser sehen als wir sie. Da könnte man eigentlich eine Rakete reinballern, wenn man eine hätte. Den hat's auch umgehustet. Krass, der stand weit weg. Stimmt, Molotovs haben wir auch noch. Aber dann brennt halt alles ab. Wie viele das sind? Wir sollten hier oben bleiben und nicht so die Waffe wechseln. Ja, genau. Eine ganze Armee. Sind die auffällig gekleidet? Kein Granatwerfer? Mich zwischengespeichert, weil ich mich gerade so sicher gefühlt habe. Mist. Fliegt doch niemals so weit wie die schöne handliche Granate. Oh, viel zu weit. Ups. Nein, wir bleiben schön hier. Der ist gut getarnt. Der nimmt noch jemanden mit. Das ist ja gleich Gemüse. Er ist noch stark.
geht wieder auf meinen Stein hoch, auf meinen Stein hoch. Angriff, Angriff, wo ist der Arzt? Müssen gleich wieder ein Medkit verbraten. Hier von Animation zu Animation wechseln, auch gut, wir einfach nicht sterben, weil wir kaum noch Leben haben. Okay. Ne, den Versuch fand ich auch nicht so gut, deswegen habe ich auch nicht zwischengespeichert. Wie weit der Molotow geflogen ist. Puh. Wir dürfen halt nicht so viele Sachen verbraten. Munition und Medkits. Nicht mal einen damit umgebracht. Ja genau, einen ins Feuer, du Arsch. Geht die nicht hier links hoch hin, wenn wir uns rechts vom Stein halten? Okay, ich wieder spreche dem Ganzen. Na, komm schon. Der ist flink. Wieder hier kann ich nicht rennen, weil ich halb seitwärts laufe. Ich hab doch gerade das Medkit gefressen. Nee, halt ich mich nicht. Das ist mir zu doof. Oh, das wird echt ekelhaft. Ich hoffe, da unten liegt ganz viel Munition rum, dass wir nach jedem Mal die Medkits und eben die Munition wieder komplett auffüllen können. Vielleicht doch mal so mehr oder weniger reinschleichen. Wobei, dann haben wir sieben Schießwürdige. Der ist schon umgefallen. Sieben Schießwürdige direkt vor uns. Wenn wir einmal anfangen mit Schießen. Und es geht gut los. Sehr gut, Sonja. Naja, es hört schon wieder auf. Oh Mann, das ging so gut los. Der Kackgranatwerfermann, der lebte noch und hat uns gut im Visier gehabt. Speichere ich nicht zwischen. Mal gucken, wann ich es mal mache. Ja, so ein Granatwerfer wäre gerade gar nicht so verkehrt oder ein Scharfschützengewehr, aber ich verzichte nicht auf die MP5 oder das M249. Auf keinen Fall. Selbst wenn ich mich frei entscheiden könnte, welche Waffe ich liegen lasse, Machete zum Beispiel. Ja, nein. Aber selbst das können wir nicht. Wir können ja bloß so eine ähnliche Waffe, schwere Waffe dann austauschen. Hier ist aber gerade was los. Für euch. Na, die zerschießen uns den Molotow vor der Nase. Wieder ein längeres Ladehemmungsproblem. Das war schlecht, das wird immer schlechter. Wer schießt da schnell den Arzt? Doch, die hat schon ein paar Mal getroffen.
uns langlaufen. Komm, schnell. Ich muss in die nächste Animation. Knapp daneben ist schon wieder vorbei. Der erste Medkit wird gleich wieder gebraucht. Das frisst Munition und Medkits. Heil mich bald. Komm! Komm mal. Jetzt hat das Ding wieder eine Ladehemmung. Es ist zurzeit echt ekelhaft. Ganz schön berüchtigt. Sollte ich doch mal die Position wechseln. Ach, ich gehe ja nicht runter, dann könnt ihr uns umlaufen. Ja. Die Schüsse müssen viel besser sitzen, wenn uns noch keiner bemerkt hat. Hier mal bei 29, ey. Okay, ich werde uns jetzt mal zwischenspeichern. Ah, was? Wäre schön, wenn wir mehrere wären, aber sind wir nicht. Wo ist eigentlich der Chakal? Der könnte mitmachen. Wir können jetzt eine Bandage einsetzen, die uns einfach nur zwei Felder hochhält. Eben nur diese zwei. Das wäre schon schön. Wo ist eigentlich der Granate vom Mann? Der schießt gleich wieder. Nur zwei Balken heilen, bitte. Vielen Dank. Also nur bis auf zwei aufheilen. Schon wieder Balken immerhin anhält. Schön, wie er vor uns nachlädt. Na, jetzt dann doch mal Fortschritt. Ich hoffe, da liegt genügend Ausrüstungskram rum. Wo ist der Granatenwerfermann? Jetzt haben wir hier alles geschafft. Nee, doch nicht. Wo ist er denn? Ah. Was für eine Billigware in Afrika. Das wäre uns mit 120 Bildern pro Sekunde nicht passiert, aber dann hätten wir ein paar Abschüsse gehabt. Kam dabei. Ich bleibe beim Hochgrund. Jetzt nicht mehr.
will jetzt ganz viel Munition haben. Sehr gut. Ich finde noch die Medkits. Molotow aufgesammelt oder war es die Granate? Granate. Boah, sehr schön. Dann kann ich leben, wenn wir solche Areale haben, wo wir dann immer am Ende alles auffüllen können. Dann kann ich damit leben. Weiter geht's. Oh, zu viel rumgesprungen. Granaten gibt's hier nicht noch, oder? Ah! Was ist das? Wir haben schon alle erledigt. Du bist zu spät, tut mir leid, aber du musst jetzt wieder gehen. Ah, wieder eine Spritze, die wir einsetzen müssen. Genau wegen seines Arschlochs, der nicht weiß, wann er pünktlich sein muss. Oder nicht weiß, wie er pünktlich sein kann. Wo ist der denn jetzt hin? Schon, musst doch hier wohl hochklettern können, du charakterloser Charakter. Ich hab den doch nicht umgebracht. Wenn ich jetzt Munition haule, kommt er doch wieder an. Wie weit das noch ist. Dann kann der Knabe auch nicht. Schön sieht's ja aus, keine Frage. Schnell in den Schatten und ins Gebüsch, ins Grünzeug. Der Wasserfall da plätschert. Wehe, das ist eine Falle. Da liegt jemand. Schade, dass nicht mal die Sicht verschwimmt. Ganz schön flach. Das ist aber heller Fahren da hinten. Ganz viel Sumpf. Und Leute auf gleicher Ebene wie wir. Sieht aus wie dran gemalt. Kommt schon. Ein paar. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh Mann, ich hab von der Gold oder sowas. Jetzt hätte noch Nummer 9. Puh, das kann was werden. Ich würde sagen, den widmen wir uns dann in der nächsten Folge. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Mal gucken, ob es danach auch wieder Ausrüstung gibt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.